Oh, das ist eine Super-Attacke. Die haben wir auch zum ersten Mal gesehen. Die ist doch geil, oder? Also, Leute, ich finde das einfach cool. Saugeil. So, die lässt er auch da oben. Okay. Damit kann ich leben. Ja, dieser Durchgang ist natürlich saublöder hier. Ah, ich weiß auch nicht, wann er was hier überhaupt runterzieht. Sagen hier Domingo. Kann sich nun mal hier so eine Heilungsgeschichte antun. So, die Drachen kommen also noch nicht runter. Okay. Ja, behaken wir erstmal die Torch Eyes. Oh, jetzt ist er Level 18, das ist auch gut. Ja, ich glaube, ich mache das jetzt ganz blöde einfach mal so. Okay, der bewegt sich nicht mal, das ist ja noch besser. Das ist gut. So. Ah, ne, blö, lieber nicht nach vorne. Den parke ich erstmal hier und dann soll er sich hier auch nochmal so eine Healing-Geschichte geben. Okay, also die greifen nicht mal an, das ist ja richtig gut. Okay, die versammelt jetzt da oben. Ist natürlich doof. So, das Teil machen wir jetzt platt. Ah, ich bin gerade mit mir am Kämpfen. Ich würde gerne auch die an der Seite die ganzen Viecher hier platt machen. Diese Geschichten, weil... Keine Ahnung, wenn ich gleich oben stehe und gegen die und die Drachen und Dark Soul, weiß ich nicht, ob das so vernünftig ist. Die kommen auch nicht runter, die Mistviecher. Ist natürlich doof. Okay, dann habe ich sie jetzt so getriggert. Dann Aleph erstmal wieder weg. Genau, dann kümmert sich Musashi jetzt erstmal um die. Das ist auch Level 20. Das ist gut. Okay, der verpinkelt sich. Auch nicht schlecht. Ja gut, Domingo kann gegen die jetzt nicht so viel machen. Den lassen wir erstmal da. So, Blö kann von mir aus auch mal angreifen. Drache gegen Drache. Kampf der Giganten, so ungefähr. Aber die feige Sau hat sich natürlich verpinkelt. Naja. Dem es gefällt. Naja, okay, dann habe ich den auch schon mal getriggert. Das ist auch nicht schlecht.
Okay, gut, gut, gut. Genau, dann können die von mir aus alle runterkommen. Das ist alles in Ordnung, solange ich nicht gleich gegen alle auf einmal kämpfen muss. Und Dark Soul. Das wäre am allerschlimmsten. Ja, machen wir es einfach mal so. Genau. Oh, 30 sogar. Nicht schlecht. Cool, cool. So, jetzt ist Tao auch Level 20. So, ich würde sagen, Max packen wir jetzt einfach mal hier vor. So, die haben wir auch weggebombt. Die Stahlklaue, okay. Müssen wir Barbewoll die mal angreifen. Oh, jetzt ist er auch Level 15. Nicht schlecht. Gudi gut. So, ja, machen wir es jetzt ganz einfach hier. So, komm. So ein Level 2er sollte den ja platt machen. Okay. Ja, das war jetzt klar. Das war klar. Haha, ne. So. Der 15 Punkte, na super. Naja, okay. Besser als gar nichts. Ja, das ist doof. Das ist echt doof. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier am besten machen soll. Aber Musashi, der hat ja dermaßen viel Energie. Ja, der sollte da einiges abkönnen, wenn da gleich irgendein Angriff von oben da kommt. Ja, blöd, parken wir erstmal dort. Gord. Ich traue mich irgendwie kaum anzugreifen. Okay, komm, Gord greift jetzt einfach an und fertig. Ja, gut. Damit kann man ja rechnen, dass das Teil zurück angreift. Dass sie auch noch so stark sind, ey, das ist einfach doof, echt. Nein, das wollte ich nicht. So. Okay. Dann heilen wir Gord jetzt erstmal wieder. So. Tao, wie sieht's bei dir aus? Okay. Lassen wir die erstmal da. Ich würde sagen, ja, das machen wir jetzt so. Wir greifen Dark Soul jetzt schon mal an. Ja, das zieht nur 16 Punkte ab. Das ist natürlich okay. Nicht so supi. Okay, er macht aber nichts. Und das ist nämlich sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt Max dazu holen möchte. Ach komm, wir machen das jetzt einfach so. Wir greifen jetzt Dark Soul an. Oh!